scheint auf die Statue Energie zu übertragen. Ja, woran sehe ich jetzt, welche... In welcher Reihenfolge ich das hier machen muss? Ah, okay. Also zweite ist... Okay. Also wieder wildes Rumprobieren. Bleibt ja nur noch eine. 2, 5. Oh Gott, das kann sich jetzt noch ein wenig hinziehen, meine Damen und Herren. 2, 5. 2, 5, 3. 1, 4. Sehr gut, wir haben's. Bamski. Going down. Ich bin nicht stark genug, um das Ding zu bewegen. Okay. Wechsel auf den Dicken und schieben. Ein Monolith aus Kristall. Da ist etwas drin. Geister, die über den toten Kriegern schweben. Ein Monolith. Ja, was soll ich denn machen? Ein Monolith aus Kristall. Da ist etwas drin. Ja, was soll ich denn tun? Ein Monolith aus Kristall. Ja, das habe ich echt toll gemacht. Was habe ich denn jetzt davon, von dem Monolith aus Kristall? Habe ich irgendein Item? Ein Aztekenstab. Ach so, kann ich auch wechseln. Ich würde das lösen. Geister, die über den toten Kriegern schweben. Ja. Puh. Jetzt bin ich dann doch überfragt. Ihr Geschrei kann Trommelfälle zerreißen. Ah, so. Ist wieder sowas wie in dem Tempel. Ein Teil der Engelsstatue war in dem Kristall eingeschlossen. Sehr schön. Der rechte Flügel der Engelsstatue. Ja, nimm. Okay, wir haben den rechten Flügel der Engelsstatue, wir haben den linken Flügel und wir haben den Kopf. Was wir brauchen ist jetzt allerdings... Huch, falsche Taste. Was wir brauchen ist jetzt allerdings, der Oberkörper. Oder? Oder können wir vielleicht den... Nein. Naja. Der linke... Der Kopf... Nein. Ich kann die halt im Inventar auch nicht miteinander verbinden, deswegen bringt mir das alles nichts. Okay, ich vermute, wir müssen hier lang. Erstmal noch. Da ist der Körper. Ich muss das Kabel zerschneiden, um das Stück der Statue runterzukriegen. Schallunterbrecher. Habe ich doch schon mal gesehen vorher. Hey, benutzen. Ach nein, darf Komisches ich nicht. Gerät. Es hat 4 Kontrollregler. Ja, wollen wir mal. Der Unterbrecher funktioniert. Jetzt kann ich ans Gitter. Ein Gitter am Boden. Unten drunter ist ein Tunnel. Das kann ich nicht tun. Wo bin ich? Ach da. Ich speichere mal wieder. Wir kommen hier ja bis jetzt ganz gut durch. Ohne große Hänger. Aber man muss es ja nicht... Diese Dinger zerfetzen mir die Füße, wenn ich sie benutze. Ja, ja. Man muss es ja nicht unbedingt ausreizen. So. Was haben wir denn hier? Komische Hütte. Sieht aus wie die Bauwerke, aus denen der Insektenstaat bestand. Ich muss das Kabel zerschneiden, um das Stück der Statue runterzukriegen.
Tja, nur wie? Ich muss. Nur wie? Der Link. Dumm, so dumm. Nein. Der. Dumm. Der Kopf. Dumm. Tja, wir haben nichts, um den Kabel zu zerschneiden. Komische Hütte. Das ist natürlich jetzt sehr doof. Mist. Wir brauchen noch ein Werkzeug. Das kann ich nicht. So. Haben wir hier irgendwo Werkzeug? Diese Maschine macht ein seltsames Geräusch. Scheint eine Art Unterbrecher zu sein. Eine Wabe. Sieht aus, als ob was drin ist. Ja. Vielleicht sogar das, was ich brauche. Und es war? Der rechte, der linke, der Kopf, der... Hä? Hä? Ja wie? Was war denn drin? Ein Insektenunterkiefer. Yay, okay, und das kann man dann wieder als Beißzange benutzen. Zu weit genau, weg, nicht. Genau wie beim ersten Mal. Was ist denn? So, das läuft hier gerade, das gefällt mir. Bis jetzt besser als bei allen anderen Rätseln. Das klang gut. Der Oberkörper dürfte jetzt unten sein und wir können den mitnehmen das und kann damit ich nicht tun. Die Statue zusammenbauen. Schwupps. Der Körper der Engelsstatue. Genau, nimm mit. Bingo! Und raus hier. So, und jetzt wollen wir mal. Also der einmal... Nein, nicht der Kopf. Der Körper. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Ja, ja. Der Flügel. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Der andere Flügel. Besser, aber noch... Und der Kopf. Die Statue ist wieder zusammengesetzt und ein Portal hat sich geöffnet. Die echte Welt muss ganz nah sein. Ich kann's fühlen. Ich muss mich beeilen. Ja, und wenn ich mich jetzt nicht total vertue, ist das jetzt der Endkampf, der jetzt kommt. Deswegen speichere ich hier nochmal. Und damit hätten wir es gleich geschafft. Tatsächlich aber wahr. Ein Port. Los geht's. Sie haben es weit gebracht, Max. Aber ich fürchte, Sie sind nun am Ende. Diese hier brauchen Sie sowieso nicht mehr. Sie ließen die Kinder dieser Welt im Stich, so wie Ihre Schwester, als er sie am meisten brauchte. Sie haben nicht genug Mut, sie zu retten. Und auch nicht die Kraft dazu. Sie haben alle enttäuscht. Es ist so, wie ich es immer sagte, Max. Sie stehen sich immer selbst im Wege.
Morgens letztes Spiel. Der Endkampf beginnt gegen unseren Schatten. Und ich bin ganz ehrlich, davor hatte ich immer am meisten Angst, die ganze Zeit im Let's Play, weil ich mich an diesen Endkampf überhaupt nicht mehr erinnern kann. Und das ist ein Rätsel-Endkampf. Das kann also jetzt ein bisschen dauern. Ich muss einfach hier durchkommen. Dahinter liegt die echte Welt. Aber dieses Ding lässt mich nicht vorbei. Was soll ich nur machen? Suche die Wahrheit. Oh Gott, wir müssen punktgenau uns bewegen, habe ich das Gefühl. Eine Glasstatue von Olmec hält einen Augapfel. Schön, dass du es vorher sagen musstest, bevor du es nimmst. Fuck. Gar nicht so einfach. Mal eins weiter. Jetzt können wir hier rum. Und da war der freie Platz. Nein! Aha. Das Gift wird bald unsere Venen erreichen und dann ist alles vorbei, sagt der gute Mann. Das sehe ich jetzt aber eher nicht so. Okay. Du bist wirklich ein großer Krieger. Okay, weiter geht's. Die nächste Aufgabe wartet auf uns. Wir müssen die nächste Kugel zerschlagen. Ich glaube, so funktioniert das jetzt die ganze Zeit. Das ist quasi das, was wir jetzt die ganze Zeit machen müssen. Kugel nehmen, zerschmettern. Und da ist Sarah. Du hast die Kraft. Die Spielchen sind aus, Morgan. Ja, das war... Keine Ahnung. Ja, das war doof. Oh nee, das war gut, das war gut. Wie jetzt? Vermutlich. Alter, das war knapp. Bam. Das war's schon? Jetzt sag nicht, das war's. Du bist mein Held. Ich liebe dich. Der Schatten ist weg. Pech gehabt morgen. Ich werde überleben. Das war's wirklich? Nein. Schluss mit den Spielereien, Max! Sie sind jetzt am Ende! Das Gift in ihren Adern wird sie bald ins ewige Nichts verdammen! Verloren für diese Welt! Verloren für ihre Frau! Und verloren für ihr ungeborenes Kind! Nein! Es ist vorbei. Ich bin wieder da. Es ist vorbei. Der Präsident des Pharmazeutikunternehmens Mercy, Dr. Jacob Morgan, ist zurückgetreten. Dies überrascht umso mehr, nachdem die Firma erst vor einigen Monaten ein Gegenmittel gegen den DNAV-Virus entdeckt hatte. Dr. Morgans Nachfolger, der Entdecker des Gegenmittels Max Lawton, wollte sich zu den Geschehnissen nicht äußern. Ja, das war's. Wir haben es durchgespielt. Und am Ende hat jetzt nicht unbedingt alles Sinn gemacht, was wir da gesehen haben. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, vielleicht auch nicht auf den zweiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es zum zweiten Mal durchgespielt, im Abstand von 8 Jahren oder so. Und ich weiß immer noch nicht genau, worum es da jetzt so genau so richtig ging. Zumindest was diese ganzen Zwischenteile halt zwischen dem Anfang und dem Ende des Spiels zu sagen haben. Das Irrenhaus, die Clownswelt, die Aztekenwelt, der ganze Kram. Alles sehr verwirrend. Aber alles so ein bisschen irgendwie halt das Unterbewusstsein von dem guten Max. Und naja, wir haben es geschafft. Wir haben
Wir haben uns selbst aus dem Koma befreit und konnten die Giftattacke von Dr. Morgan abwenden und leben glücklich und zufrieden bis der Tod und so weiter. Naja, wir kennen das. So, vielen Dank an alle von euch, die da zugeschaut und kommentiert haben. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen und ihr habt eine kleine Spieleperle entdeckt oder zumindest jetzt einmal gesehen. Vielleicht reicht das ja auch. Das muss man jetzt nicht unbedingt nochmal selber spielen. Außer ihr habt da Bock drauf. Ja, kennt kaum ein Mensch das Spiel. Absolut abgedreht. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn man es spielt, wenn ihr es selber spielt. Vielleicht ist es ja irgendwann auch mal auf Good Old Games oder vielleicht ist es sogar schon auf Good Old Games verfügbar. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn ihr das irgendwo findet, kauft es euch auf Englisch. Ihr habt jetzt gesehen, wie schlecht die deutsche Übersetzung ist und dass die echt teilweise nicht nur schlecht übersetzt, sondern auch sauschlecht vertont ist. Und ich empfehle wirklich die englische Version tausendmal mehr als diese hier. Aber naja, Spiel ist dasselbe. Hat Spaß gemacht, es zu spielen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, zuzuschauen. Viel mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich möchte jetzt kein großes Fazit ziehen, weil, naja, das Spiel ist sehr abgedreht, hat seine Fehler, ganz offensichtlich. Und ja, wie gesagt, die deutsche Übersetzung ist halt wirklich katastrophal, aber ansonsten, das Spiel ist immer noch gut spielbar, es ist immer noch, es funktioniert immer noch, sagen wir es einfach so, wie es ist. Wir hatten hier keine großartigen Bugs, keine Systemabstürze oder Spielabstürze, was eigentlich in der Release-Version, soweit ich weiß, relativ oft passiert ist. Dadurch, dass es den Patch immer noch im Internet zum Runterladen gibt, der dann danach rauskam und das Spiel dann auf einen vernünftigen Stand patcht, scheint jetzt auch wirklich alles behoben gewesen zu sein, also da kann man auch nicht meckern. Das Spiel lief super, es lief unter Windows, ich musste nur noch einen kleinen Grafikpatch drüber laufen lassen, wie bei den meisten Spielen, damit man eben keine verdrehten Farben hat. Ja, gut. Mehr möchte ich dazu jetzt wirklich nicht mehr sagen. Ich verabschiede mich, wir sehen uns im nächsten Projekt, was auch immer es sein wird, wann auch immer es kommen wird und ja, ciao.